Servus, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einer gemütlichen Runde Scum the Voucher und mit unserem Bambi. Schön, dass ihr reinschaut. Ich bin gerade ein bisschen auf Nahrungssuche. Zwei, drei Grillen habe ich schon gefunden. Da bin ich über die Dinger gestolpert. Also, ich bin nicht weit weg hier von unserem Spot. Ich hatte kurz überlegt, ob wir nicht vielleicht besser was anderes machen, weil ich vermute stark, dass es der bewachte Bunker ist. Aber jetzt einfach davontrollen will ich dann auch nicht. Und dann habe ich hier diese Klappen gefunden. Hier ist eine und irgendwo war noch eine. Ob wir da mal reinlinsen, aber ich habe schon diesen einen Zombie gehört, den wir in der letzten Staffel schon kennengelernt haben, der so herzlich lacht, bevor er spritzt. Also explodiert und dann damit praktisch. Ihr wisst, was ich meine. Mir ist es vorher nie aufgefallen, dieser Zweideutigkeit. Ich habe nur keine Ahnung. Weil da hinten ist das Gelände, ne? Ich habe die da noch nie gesehen. Das erste Mal, dass ich die jetzt sehe im Spiel. So, komm, ich gucke aber erstmal noch, dass wir wenigstens noch eine Olive oder irgendwas finden. Guck mal hier. Ich habe nichts umgestellt. Übrigens kamen ganz viele Hinweise, ich soll den Loot umstellen. Würde ich erstmal nicht machen wollen. Weil, ihr habt ja gesehen, ich muss mir schon eine Kiste bauen, um überhaupt den Loot auszuräumen. Also ist nicht so, dass man nichts kriegt, klar. Aber mich persönlich stört es halt nicht, ne? Wenn ich reingucke, ist nichts drin. Es soll ja Survival sein, ein bisschen. Wenn ich jetzt mal sterbe, weil ich verhungere. Okay, wenn es das zweite Mal passiert oder das dritte Mal, dass ich zum Beispiel verhungere oder so, dann würde ich vielleicht umstellen. Also da nicht böse sein, habe ich momentan nicht die Veranlassung. Wir können natürlich später mal. Roh? Besser. Komm, ich esse das mal. Wir können natürlich später auch mal, wenn wir irgendwo eine City looten, wenn wir mal eine Lootrunde machen, weißt du, wenn wir überall mal waren. Also nicht überall auf der Map, aber wenn wir viel schon gemacht haben und sagen, komm, heute machen wir mal eine Lootrunde und gönnen uns was, dann stelle ich es mal hoch, ja? So, dann wisst ihr da Bescheid, warum ich das drin lasse, weil es mich echt tatsächlich nicht so stört. Jetzt mal eine andere Frage. Das Bungalow, das ich da gestern durchsucht habe. Wir gehen natürlich hier einmal wenigstens reinlinsen. Jetzt bin ich total verwirrt. Da ist ja auch was. Sag mal, das Gelände, jetzt gucke ich aufs Wasser, ne? Nur nochmal für mich hier. Ja, und wenn ich hier so mache, sehe ich ja auch, dass ich genau nach Süden gucke jetzt im Moment. Also gucke ich hier runter. Und im Osten, ich sehe hier auf der Map gar nichts eingezeichnet. Lass mal gucken, ob da auch Mechs sind. Weil ich würde echt eher die Mech-freie Zone dann mit euch jetzt machen. Das sind doch aber außer Türme. Ist das alles ein Gelände? Hier, er isst momentan halt alles, was er so findet. Ist natürlich super interessant, weil ich hier tatsächlich wohl noch nicht war. Oder war haben wir da geguckt? Doch, wir sind innen drin schon. Wir sind schon in. Alles klar. Verwirrung meinerseits, wie immer. Hier sind wir ja, glaube ich, auch irgendwie rein, ne? Durch den Zaun sind wir doch gefahren. Ich dachte gerade, da drüben kommt jetzt nochmal Gelände, aber da kamen wir ja her. Alles klar. Oh, Jesus. Das soll was werden heute. Bambi, noch ein Kaktusfeige, dann würde ich sagen, mit knapp 10% geht's ab, oder? Prüf aber vorher. Prüfe, wer sich mit Kakt verdorben. Siehst du, gut, dass ich es geprüft habe. Ich glaube, du darfst nur die nehmen, die voll in der Sonne stehen, Bambi. Ist das dein Ernst? Wieso gehen wir nicht jagen? Gehen wir auch noch. Leicht zerkocht. Leicht zerkocht geht noch. Für einen hungrigen Magen ist leicht zerkocht genau das Richtige. Ist nur ein Stumpf. Jetzt bin ich mal gespannt, ob ich die Teile nochmal wiederfinde. Renn jetzt aber nicht gleich wieder die ganze Energie weg. Nur leichtes Joggen. Ich nehme an, dass das wirklich ein Bunker ist und dass der Hinterausgang vom Bunker ist, oben diese Schiebetüren. Dann könnte man ja mal reinlinsen. Vorsichtig. Nur das Dummück doch da hinten sind sie. Knacks. Wer verrät denn da, dass er kommt? Bambi was? Bambi was? So. Ich kann ja gleich wieder abhauen, wenn es jetzt eng wird, ne? Ne, nicht jetzt schon wieder. Was hast du für einen Nacken, Alter? Ach du je. Ich will wieder raus, ich will wieder raus. Weil es hat ja fast jeder Bunker einen Ausgang, wo man wieder.
Da unten siehst du was, Digga. Okay, so sehe ich es auch nicht besser. Ich hoffe, wir fallen da jetzt nicht irgendwo in eine Arena oder so ein Scheiß. Hä? Was geht denn hier? Alter U-Boot! Oh was, wie gut ist das denn hier unten? Ah ja, von dem Spot habe ich schon gehört. In der letzten Staffel meine ich sogar, war das in der letzten Staffel? Hat irgendjemand gesagt, der U-Boot? Ich dachte aber, ich war im U-Boot-Hafen hier drüben, irgendwo in der U-Boot-Fabrik. Ne, es war die Torpedo-Fabrik, gell? Boah, Leute, das ist ja mal total gut. Kann ich da rein, das U-Boot? Einzige Sorge, die ich gerade habe, ist mein Essen. Und die zweite Sorge, die ich habe, um dann doch bei der Wahrheit zu bleiben, ist die Tatsache, dass wir halt diesen einen Zombie gehört haben von der Bambi nicht. Der so lacht, weißt du? Unten läuft ein Mac. Schießt der hier? Und da unten laufen auch Zombies. Ich glaube, dieses Projekt sollten wir uns schnappen. Oh, Lego Mio. Das machen wir heute nicht. Da möchte ich ausgerüstet sein ein bisschen. Ich laufe jetzt nur mal, soweit ich kann, hier rum. Vielleicht finden wir vorne irgendwas. Hier ist wieder eine Klappe nach oben, gell? Wie gut ist das denn? Boah, Leute, das wird ein richtiger. Merken wir uns den Spot, das wird ein richtiger Ausflug. Da steht was von Exit. Es kann nur sein, dass der Mac jetzt gleich schießen wird, ne? Wie ich es gesagt habe. Das wird mal ein richtiger Ausflug. Dann ist das ganze Gelände. Dann suchen wir uns was anderes zum Looten und nehmen das mit ein bisschen Vorfreude. Weil ich muss ja auch gucken, dass ich was zum Essen kriege, weißt du? Boah, das ist ja mal super spannend. Kann man ins U-Boot rein? Frage direkt in die Runde. Kann man ins U-Boot rein? Weil, wie gesagt, den Spot mache ich sowieso nochmal. Ist dann in dem Sinn auch kein Spoiler, sondern würde jetzt in dem Fall. Ich spreche euch ja direkt an, das ist kein Spoiler, wenn ich nachfrage, oder? Würde meine Vorfreude noch ein bisschen hochzüngeln. Boah, Bambi, du brauchst was zum Essen. Wir fahren jetzt mit dem Fahrrad schön in die eine Siedlung rechts, holen wir dir die Batterie, dann bauen wir dir das Quaddler auf. Mit dem Schluck Sprit fahren wir rüber, tanken es auf und dann können wir mal Richtung dem großen Flugfeld schauen, ob wir da einen Flieger finden. Auf dem Rückweg, falls wir keinen finden, können wir am großen Flughafen schauen. Dann bringe ich mich jetzt hier nicht unnötig in Gefahr. Boah, da freue ich mich drauf. Das wird ein Nümmerle. Das wird ein Nümmerle. Hier sind überall die Teile, wo du raus kannst dann. Ey, und aber ey, muss man jetzt eins sagen. Mal davon abgesehen, dass da unten Mac ist und so, aber auf dieser Zwischenbühne oben, wenn man da Kisten baut, wäre es auch eine geile Base, oder? Mal auf einmal U-Boot. Es war mir gar nicht so richtig bewusst. Selbst wenn man weiß, dass es ein U-Boot gibt, ist es irgendwie pompös, weil U-Boot ist ja schon eine Nummer, ne? Oh, Bambi, hier zwei Oliven. Spinn dich aus, Digga, da ist nicht Ei-Oliv, nicht Ei-Oliv. Nennst du dich Olif? Ey, das machen wir mal. Da gehen wir mal richtig, wenn wir schön viel Platz haben, großes Auto. Dann holen wir uns hier Material raus. Freue ich mich drauf. Ja, aber ich habe ja erst angefangen zu spielen. Da mache ich jetzt nicht schon solche riesen Nümmerlen hier. Das wäre ja nicht ich. Den guckst du noch durch. Den auch. Den auch. Den auch. Hast du? Dann guck den noch durch. Okay. Dann weiß ich da Bescheid. Jetzt pass auf. Da rollt man jetzt hier nicht runter, oder? Wir fahren jetzt darüber. Jetzt wollte ich es gerade markieren. Bambi, Bambi. Mal kurz eine andere Steuerung noch im Kopf gehabt. Oh, du hängst hier am Stein, Diggerle. Wär's jetzt unser Spielstand, wenn ich jetzt das Fahrrad hier nicht mehr rauskriege?
auf so einem Hang fährt man auch nicht Bömble, gell? Oh, leck um mir, den mache ich kaputt hier. Bömble! Kann er das Fahrrad eigentlich tragen? Ich weiß, wie wir fahren. So wäre ich jetzt mit dem Mann der Bike arg fahren, verstehst du? Und da hinten mit Anlauf Nuff, Bömble. Mit Anlauf Nuff! Jawohl, Bö. Tja, jetzt mal ganz ehrlich. Da wollte doch jetzt keiner lieber sehen, wie ich mich da drin in Gefahr bringe. So viel geiler jetzt gerade, oder? Tut mir leid. Tut mir leid. Ich versuche alles hier, dass ich das Fahrrad nochmal rauskriege. Ach, Bömble, es tut mir so leid, dass ich da mit dir immer mache. Da vorne läuft der Mac, ne? Bin gespannt. Ja, aber wir könnten wenigstens kurz in die Ding reingehen. Das mache ich jetzt aber nicht, weil ich ein schlechtes Gewissen habe, sondern weil ich gar nicht gesehen habe, dass da unten schon die Hütten sind. Wir gucken mal, ich weiß nicht, wie weit die Mechs hier laufen, ob da oben einer runterkommt. Was ich aber weiß. Hier ist kein Fenster, gell? Zumindest kein großes. Vielleicht findet man ja hier geschwind was zum Essen oder so. Mein Bömble. Ach, wieder was mit. Hier, guck mal, Bömble. Leckerer Faden. Da haben sie die Rouladen damit zugenäht. Kannst ja mal gucken, vielleicht ist noch ein bisschen Soße drauf. Eine leere Tasche. Das was man jetzt hänge ich doch in dem Gebäude rum. Aber besser wieder rüber gefahren jetzt, oder? Komm, wir gucken, wir halten uns jetzt hier so lange auf, bis ich nicht mehr kann. Pümple. Grüne Erbsen. Wir haben keinen Dosenöffner, gell? Kann man die nicht mit einem kleinen Messer? Hey, wenn man eins hat, aber nur. Versiegelt. Wenn sie versiegelt sind, sind sie wahrscheinlich auch noch gut. Bömbi, nächstes Ziel. Guck mal in der Eimer. Hier, nix. Okay, ich gehe wieder auf Tauchstation. Die Frage. Wenn ich da vorne brauche ich gar nicht raus wollen, oder? Ich sehe da jetzt auch nicht irgendwie was liegen. Stell dich mal hin, wenn er kommt, rennst du hinten in die Küche rein. Oder wenn du irgendwo siehst, gehst du tauchen. Jetzt bin ich gespannt. Sieht er mich hier? Von oben keiner kommt, könnte man eventuell noch in eine. Jetzt hat er die Dose aber eingesteckt, ja. Irgendwas wird es doch hier geben. Schraubendreher haben wir gefunden. Nehme ich natürlich mit. Sag mal, Rasierkling. Ich nehme es nochmal mit. Wir müssen jetzt gleich dann noch ein bisschen Zeit einplanen für Essen und Trinken, ne? Draußen einfach ein paar Maden. Ich glaube, wir werden uns auch demnächst mit dem Thema Jagd und Angeln dann einfach auseinandersetzen, weil dann kriegen wir auch genug zum Futtern zusammen. Guck mal, hier ist jetzt zum Beispiel einigermaßen hübsch Loot drin überall, ne? Hier ein Stift. Nicht, dass wir das jetzt brauchen, aber. So, Bömbe. Da würde ich ja schon noch gern. Da
findest du bestimmt guten Loot. Ich nehme an, das ist ein guter Loot-Spot, oder? So, jetzt mal langsam. Ja, hier kenne ich mich halt jetzt nicht aus. Da vorne werden auch nochmal Baracken. Ne, wir gehen jetzt essen, trinken, fassen, fahren in die Richtung. Weil ich schon gerne da drüben reingucken würde. Weiß einer. Wo da der Eingang ist? Das war jetzt schon fast ein bisschen mutig, Bömble. Jetzt haben wir dann alle drei von den Kantinen gemacht, ne? Ist ja nicht so traurig. Weiß nicht, ob der da am Fenster vorbeikommt, Digga. Dosenöffner. Es gibt Erbser, Leute. Es gibt Erbser. Dosenöffner gefunden. Ich wusste immer, dass man den erst in die Hand nehmen muss. Roh? Ah ja, war besser wenn nix, oder? Boah, ja, ist ein bisschen ergiebiger. Das kommt auf jeden Fall hier wieder raus. Oh, bitte, hoffentlich kotzt er nicht. Bömble! Freut sich über 10 Erbsen, verstehst du? Was heißt, er freut sich? Ich habe keine andere Chance. So, Digga. Für ein Prozent waren sie gut, oder? Jetzt sag mal, ich kümmere mich um dich. Du kümmerst dich um mich. Ich musste es sagen, sonst gibt es gar nichts mehr. So, jetzt ist nur eine Frage. Haben wir jetzt vielleicht sogar Glück gehabt gerade, ne? Boah, da vorne werden diese Kisten, die sind glaube ich ziemlich gut immer. Biegt der nicht da vorne ein? Boah, die Drohne, die dumme Sau. Entschuldigung, ich bin gerade so erschrocken. Wenn er hier einbiegt, muss ich die Hände in die Hand nehmen. Die Beine, die Hände nicht. Muss ich die Hände in die Hand nehmen. Komm, wir holen hier noch einen Schraubendreher raus. Bömble? Bömble? Warum geht denn das nicht? Wenn der wüsste, dass ich hier drin bin, der zerschießt das Ding, oder? Schraubendreher haben wir gut rausgeholt. Komm, wir machen als letzter Abschluss. Machen wir noch die drei Paletten vorne und dann gucke ich, dass ich rauskomme lebendig. Sind das zwei? Nehm's an. Du bist so mutig, Digga. Der kommt. Scheiße. So, wir hauen ab. Oh ja, bist du schnell, Digga. Links habe ich einen gehört.
man den Baseballschläger jetzt an? So habe ich mir das vorgestellt. Dann kannst du mal Fahrrad auskämpfen. Ich habe was den Dosenöffner noch irgendwo rumliegen, Digga. Ach, dieses scheiß Metallrohr brauche ich nicht. Weißt du, was er jetzt gerade gedacht hat? So aufs Bike und ab. Mac frei in Heimat. Nein. Jetzt fahrst du wieder den Scheißhang. Ja, weil ich Angst habe vor Mac. Sag's nur, Bömble. Sag's nur. Okay, meine Lieben. Die Erbsen haben uns so richtig schön die Hungerleiste gefüllt. Nicht. Okay, wir sind immer noch auf der Suche nach einer Batterie. Freuen uns natürlich über ein Reparaturkit. Klarer Fall. Und jetzt fahren wir darüber. Und irgendwo ein paar Meter nach den Klappen fange ich dann auch langsam an, die da wieder zu durchsuchen, dass wir noch ein bisschen Fleisch reinkriegen. Okay, aber spannend war's. Ja, so eine Grille macht halt mehr wie Erbsen, gell? Ja, sind aber auch, weißt du. Und der Erbs, ganz ehrlich. Eine ganze Packung Erbsen kann das Glück uns nicht bringen, das wir brauchen. Und zwar meine ich jetzt noch nicht mal das Lootglück, sondern tatsächlich das Glück, Fleisch zu finden für die Bombe. So, komm raus ab hier. Ich nehme jetzt auch an, dass wir dann da hinten im östlichen City-Ding, was ich da durchsuchen will, fündig werden. Sollen wir auch für Oliven halten? Also für die Kaktuslappen halte ich nicht mehr, wenn die dann ständig auch durch sind. Ja, aber hier guck mal bei denen halt es auf jeden Fall an. Und wenn dann in der Nähe ein Lappen ist, nimmst du mit, ansonsten nicht. Yo, Baby, ich komm geflogen. Hier. Mein Stückle wird sich auch drüber freuen, wenn ich ihr sowas gebe. Beziehungsweise sie freut sich drüber, wenn sie sowas kriegt. Und weiter. Weißt du, das, was wir jetzt gegessen haben, ist ungefähr jetzt verbraucht. Durch die Anstrengung aufzusteigen. Das ist übrigens gerade die volle Geschwindigkeit. Ah ja, guck mal, so kriegst du das gar nicht mit, was das für eine Schräge ist. Guck mal. Ey, war so andächtig. Ich wäre schon mit dem Arsch vom Sattel weg, Bömble. Respekt. So, stopp. Ja, das wird schon. You baby. Nix. Die Aloe kannst du auch durchsuchen. Ey, auf das U-Boot-Gelände freue ich mich, wenn wir das dann einmal ganz machen. Da freue ich mich drauf. Ich verhungere. So, ihr habt dir doch gerade einen Wurm gegeben, Digga. Ein ganzer. Ich habe noch nicht mal den Kopf weggeknipst. Dein Ernst? Ist das dein Ernst? So, jetzt hoffe ich auch, dass da hinten wirklich eine Siedlung kommt. Wenn wir da frühzeitig sind, fangen wir heute noch an. Da unten, ist das der Bunker? Oder ist das jetzt wieder ein anderer? Beziehungsweise ist eigentlich egal, gell? Ich glaube, mit jedem Einloggen hast du doch wieder die Chance, was zu looten. Gehen wir nämlich jetzt gucken. Komm, guck lieber in den Baumstumpf mit den scheiß Kaktuslappen, die. Krieg ich doch nicht angeklickt. Komm, wir fahren runter und gucken rein. Vielleicht hat ja jemand seine Militärnahrung unten gelassen. Langsam. Hier, Baby. Das ist schon das Neueste vom Neuen. Hier, guck dir das an. Paradies. Irgendwie habe ich das Gefühl, die hat er jetzt aber nicht gegessen. Das Fahrrad macht sich auch selbstständig. Die ganze Zeit hat es gehoben. Das ist schon der, gell? Aber wie gesagt, der Loot wird ja neu verteilt. Sind wir jetzt wirklich gerade mal 2 Meter weit gekommen? Guck mal, ob einer einen Riegel drin gelassen hat, Digga. Nee, Baseballcap von Bobby liegt drin. Jo, alles klar. Oh, ich genieße das. Ich genieße das tierisch gerade. Ich habe zwar riesen Bock, das Quad herzurichten, aber weil ich weiß, dass wir ja gerade dran sind, die Mats zu besorgen, die wir brauchen, ist egal, ob das jetzt noch ein Viertel dauert oder nicht. Ich genieße das gerade. Jo, alles durchsuchen. Hier kannst du vielleicht Glück haben. Und hey, wir müssen jetzt mal eins zugestehen.
Wir haben nur rumgeschaut vorhin und sind jetzt schon mittlerweile im Besitz von einem Schraubendreher hier. Zwei. Also insgesamt fünf Ladungen Schraubendreher und sogar einen Dietrichhammer. Da kann man nichts sagen, weißt du? Komm, wir gehen noch unten rein kurz. Vielleicht liegt ja jetzt was Cooles drin, du weißt ja nicht. Und dann wird es echt Zeit, dass wir die Siedlung vorne noch erreichen. Zur Not stieren wir die morgen gemütlich durch. Und ich nehme an, da finde ich mit Sicherheit eine Batterie. Im Stream hatten wir eine, gell? Batterie. Und viele von euch werden sogar noch wissen, wo sie liegt. Sogar ich weiß es noch so ein bisschen. Nix. Ja, die nehmen wir natürlich mit. Die nehmen wir nicht. Aber ich muss sagen, die letzten Minuten, wenn man so will, die heutige Folge über, war es jetzt nicht ganz so verheerend, oder? Mit dem, was wir finden. Also natürlich kommt immer darauf an, was du gerade brauchst. Gibt es Geileres und weniger Geiles, aber so zumindest öfters mal was drin. Ist doch cool. Schubdu-wie-du-wab-du. Den Bug, den gibt es auch schon immer hier irgendwie gefüllt mit dem Wasser, gell? So, nochmal gucken, ob hier noch was liegt. Einmal hier reinglinst. Sehe nichts. Da hinten ist noch eine Kiste, die habe ich nicht gemacht. Die habe ich aber, glaube ich, gestern oder wann das war, auch nicht gemacht. Die da. Okay. Also weiter geht's. Jetzt lassen wir uns auch nicht mehr aufhalten. Wir haben immerhin 8% Magen voll. Da können wir mal voll in die Pedalen steigen, oder? Ey, da freue ich mich drauf auf dieses U-Boot-Ding. So. Jetzt fährst du zu dem Stamm dahinter. Da holst du ja nochmal zwei Grillen raus. Ich spüre, dass da zwei Grillen drin sind. Und dann geht's weiter. Ein Motorrad wäre natürlich auch schick, aber wir brauchen natürlich auch was, wo ein Kofferraum hat, ein bisschen. Oh, eine Grille, dann ist die andere gerade zu Mittag. Das habe ich jetzt nicht bedacht. Die macht gerade Siesta. So, weiter geht's. Das ist ja richtig geil jetzt. Jetzt haben wir schon unser erstes Loot-Objekt, wo ich dann, da war ich doch tatsächlich dann mit euch noch nie, oder? Auch nicht in den Staffeln vorher. Wenn du recht guckst, kam das erst. Aber ich meine, es haben wieder ganz viele geschrieben damals. Gibt es ja U-Boote. Ist aber auch schon wieder lange her. So, die zwei Stämme machen wir noch und dann radel ich mal, bis wir wieder auf Null sind. Oh, nee, oder? Jetzt hat er's. Ja, die zwei Sachen guckst du noch durchgeschwind. Es ist wieder warm. Soll ich ihn abkühlen gehen? Jetzt haben auch einige geschrieben, dass du Salzwasser trinken kannst. Dass es noch nicht im Spiel drin ist. Ich würde es jetzt trotzdem mal so tun, als wäre es schon drin, ja? Außer es wird wirklich mal knapp. Würde ich schon gucken. Das war nicht. Ich würde auch jetzt keine Pilze außer am Bofist essen, nur weil sie vielleicht noch nicht vergiften. Das kommt ja irgendwann. Und dann bist du es vielleicht gewöhnt, blöd, weißt du? Komm, wir fahren mal ins Wasser kurz, sich ein bisschen abkühlen schon mal. Verlasse sofort das Wasser oder das Fahrzeug wird zerstört. Bömble. Diggerle. Was hätte ich dein Bikele kaputt gemacht? Wobei, wäre auch nicht so tragisch gewesen. Dann hätten wir endlich mal, weißt du. So ist alles nass. Ah ne, guck mal, es ist schon sehr detailliert, gell? Jetzt. Mach nochmal. Okay, das war auch sehr detailliert. Okay, guck mal, ich crouch hier um das Ding. Oh, den habe ich nicht gesehen. Da fahre ich jetzt nicht mehr hin. Ich weiß nicht, wie lange der schon liegt. Aber wir werden den nächsten auf jeden Fall mitnehmen. Weil wir haben ja jetzt Schraubendreher. Ein bisschen mehr Dietriche wäre natürlich auch nicht schlecht. So, jetzt habe ich gesagt, ich fahre durch. Wir haben 12%. Ich würde sagen, jetzt gönnen wir uns mal durchfahren. Weißt du, ich will hier hin. Hier in die große Stadt. Und wenn wir auf dem Weg irgendwas finden, gucken wir natürlich überall rein. Und sollten wir unterwegs
Batterie finden, gehen wir sofort hoch, machen das Quad klar. Und dann machen wir mal eine ordentliche Tour. Ein paar Supermarkt. Wusste ich nicht, dass das mit dem Stein so ein Problem für dich wird, Digga. Kann der überhaupt über Stein? Sollte man nicht machen, ne? Das Fahrrad ist zwar drauf ausgelegt, aber auch nur im Real Life. Ja, lass dich rollen und dann jetzt. Auf der Straße ist es tatsächlich geil zu fahren mit dem Ding, aber hier ist echt übel. Aber so weiß ich es jetzt. Keine Steine mehr über den Haufen fahren. Boah, aber hier werden zwei Wurzeln. Ich glaube, ich halte doch nochmal kurz an. Ich spüre doch schon wieder, dass die eine Grille hier Mittag macht. Ah, ne. Es sei denn, sie hat sich in der Madenhaut versteckt. Das weiß ich nicht. Hier gucken wir auch nochmal rein. Weil guck mal, da habe ich jetzt übrigens das Gefühl, aber das kann auch sein, weil ich das nie so oft probiert habe, dass die Grillen und Maden dein Essen schon ziemlich gut hochpowern. Ich habe das meistens nie gemacht, weil ich gedacht habe, wegen einem Pünktle für ein paar Minütchen. Kann das sein, dass das verändert wurde oder war das schon immer so und ich habe es zu wenig probiert? Nee, ich habe doch damals, als ich den einen Schnitt gemacht habe, wo ich den ganzen Strand entlang bin, zu Fuß, da habe ich Grillen, Oliven und so auf der kompletten Bahn immer gesammelt. Aber da habe ich nicht das Gefühl gehabt, dass ich da so schnell die Prozente hochboller. Oder ist es tatsächlich, weil ich gerade alles gemischt mache, ne? Oliven, Agaven hier oder wie sie heißen. Könnt ihr ja mal mitteilen, ob ihr da das Gefühl habt, dass sich das immer schon so gelohnt hat. So Leute, machen wir noch ein paar Meter, bis wir wenigstens einen Zipfel von der Siedlung sehen, oder? Bevor wir jetzt hier mitten in der Prärie ausmachen. Ich bleibe jetzt auch mal drauf hocken, wie ich es ankündige, schon seit 10 Minuten. Der Bömpchen streift umher. Natürlich, wenn wir irgendwo auf dem Weg... Ober uns ist unser Rollfeld. Da kommen wir auch wieder zurück. Ich hoffe, das Quatsch steht dann noch da. Aber warum nicht? Jetzt gehen wir mal davon aus, dass das Spiel alles richtig macht mit uns. Und dass es vor allem das Spiel ist, mit uns gut meint. Liebes Spiel, gutes Spiel. Tolles Spiel. Ich würde sagen, ich bleibe jetzt auf dem Bike hocken, bis ich bei 15% Nahrung bin, bevor ich wieder absteige am Baumstümpfen oder sowas. Mir ist ziemlich warm. Na, bei der nächsten Gelegenheit tauche ich dich nochmal runter. Stinkt bestimmt auch ein Fisch und der Bömpel. Da drüben ist ja kein Haus. Bömpel. Oh, weißt du was? Zum Abschluss heute kriegt der Bömpel ein richtig gutes Bad. Und zwar so ein abkühlendes Bad. Wenn wir dann morgen aufbrechen, tauche ich nochmal unter. Wie weit sind wir jetzt weg vom Spot? Ah, ist schon ein Stück. Da wir jetzt aber da hinten die Brücke sehen und dadurch auch von Menschen gebaute Strukturen, zählt das für mich, Zipfel. Und wir gehen jetzt hier einen schönen gemeinsamen Abschluss machen. Und morgen fahre ich dann ein Stückle vor und hole euch dann mit rein, kurz bevor ich an der Siedlung bin. So machen wir das. Nicht immer mit dem Stein, du. Das müssen wir noch lernen, gell? Hier bei diesem Olivenbaum oder was das ist. Da stellst du der Bike drunter, ist der Sattel nachher nicht so heiß. Guck's einmal kurz rein. Ne, Baumfällen ist es. Gut. Also, zum Abschluss des heutigen Tages gehen wir gemeinsam ein Bad nehmen. Hast du echt deinen Zipfelwärmer noch an? Ja, lass. Ja, ich bin ja schon dabei, bevor du wieder einen Hitzschlag kriegst. So wie letzthin, wo es ihn vom Fahrrad gedonnert hat. T-Shirt zieh mal aus, ne? Wir sind da nicht verlegen um die Kleinen. Aber das Hütle lass mal an, da kennen wir nichts. Da kennen wir nichts, der Bombe. So. Guck mal, wie es das hier schön anzeigt, ne? Den Schläger legst du auch noch hier hin. So, Leute. Ah, guck mal seinen Buckel an. Machst natürlich von da vorne einen Sprung, ist mir klar. Hätte ich jetzt auch gesagt. Sag mal, ist das nicht hier die Stelle, wo wir... Ne, wir waren in dieser Kuhle hier drin, ne? Digga, das ist aber nicht so tief, wie du jetzt... Meinst du, schaffst du? Jui!
Hat der so einen roten Arsch vom Fahrradfahren? Wie so eine kleine Robbe, gell? So flupp, flupp. Ja, die mussten groß auskaschieren. Ich habe nämlich die volle Ladung verpasst. So, Leute. Dementsprechend geht's morgen bei uns weiter. Oh ja, es sieht doch gesund aus, der Gute. Freue mich drauf. Morgen machen wir dann auf jeden Fall die Siedlung vorne, wenn sie größere ist. Und ich glaube, es ist eine größere. Dann haben wir vielleicht auch die Chance zu finden, was wir brauchen. Hier den Hafen machen wir dann. Ey, war das mein Hafen? Ich glaube, hier war diese eine Fabrik. Ey, das war nicht der Hafen. Oder? Ich glaube, der Hafen war es. Wo haben wir die Base gehabt, die letzte? War das in A2 oder war das in A3? Ich glaube, in A2, gell? Dann weiß ich aber, welches Städtle das ist. Da freue ich mich drauf. So, Leute, bis morgen.